Hallo und herzlich willkommen auch am Dienstag zu einer neuen Ausgabe des DAX-Checks. Gestern hat der DAX einen stabilen Wochenstart hingelegt, hat sich stabil über 15.900 Punkten gehalten. Allerdings konnte die 16.000 Punkte Marke nicht attackiert werden. Wir sehen es hier, ging bei 15.934 Punkte aus dem Handel. Das Problem war dann etwas, dass die Impulse aus den USA fehlten. Wegen des Martin Luther King Days war hier gestern Feiertag und man hat in den vergangenen Monaten schon gesehen, dass eben die Wall Street in der Regel die Musik macht. Deswegen wird es auch heute spannend, wenn in den USA die Börsen wieder aufmachen, wie es dann mit dem DAX weitergeht. Im frühen Handel allerdings wird ein etwas schwächerer Start erwartet. Die Indikationen deuten darauf hin, dass der DAX wieder unter 15.900 Punkte aufmacht. Was bedeutet das charttechnisch? Nach unten geht der Blick weiter in den Bereich der Horizontalen bei etwa 15.800 Punkte. Hier verläuft auch die 50-Tage-Linie. Etwas weiter unten dann bei rund 15.600 Punkte noch die 200-Tage-Linie als weitere Unterstützung. Weiter nach unten sollte es vorerst nicht gehen. Auf der Oberseite dagegen natürlich zunächst einmal die auch psychologisch wichtige 16.000 Punkte Marke. Wird diese erneut überwunden, dann könnte eine neue Attacke in Richtung des Allzeithochs bei 16.290 Punkten folgen. Schwung dafür könnte natürlich die nun angelaufene Berichtssaison geben. In den USA haben in der vergangenen Woche bereits erste Banken ihre Zahlen offengelegt. In dieser Woche geht es weiter. Konzerne wie Goldman Sachs oder Netflix öffnen ihre Bücher und das könnte Dow Jones und auch dem DAX dann eben neuen Schwung verleihen. Für unser Produkt ist es natürlich gut, wie sich der DAX aktuell entwickelt. Solange wir uns im Bereich zwischen 15.800 und 16.000 Punkte bewegen, sind beide Barrieren nicht in Gefahr. Die untere Barriere bei 15.000 Punkte ist aktuell rund 900 Punkte weg. Die obere Barriere bei 17.400 ist wahrscheinlich erst einmal ohnehin nicht in Gefahr, denn das sind selbst nach dem Allzeithoch noch mehr als 1.000 Punkte. Ob dies bis Ende der Laufzeit März erreicht wird, erscheint fraglich. Blicken wir nun noch zum Abschluss einmal auf die DAX-Tafel. Der erste Kurs ist jetzt da und ja, wie erwartet sogar deutlich unter 15.900 Punkte, 0,6% das Minus. Von daher, wir werden jetzt wahrscheinlich die 15.800 Punkte Unterstützung noch einmal testen und sollte diese halten, dann dürfte eben der Seitwärtstrend vorerst anhalten. Der Blick wird vor allem in die USA gehen, wie da die Impulse nun ausfallen werden. Das werden wir genau beobachten und darüber werden wir dann natürlich auch morgen wieder berichten, denn dann blicken wir wieder gemeinsam auf den DAX. Bis dahin.